Nachdenkseiten. Die kritische Website. Völkerrechtsbruch. Deutsches Unternehmen Lubeke Marine transportiert RDX-Sprengstoff nach Israel. Ein Bericht von der Bundespressekonferenz von Florian Warweg. Das Lübecker Unternehmen Lubeke Marine ist Eigentümer des Frachters MV Katrin, der derzeit Container mit RDX- und TNT-Sprengstoff transportiert. Endbestimmungsort ist Israels größtes Militärunternehmen Elbit Systems. RDX-Sprengstoff ist eine Schlüsselkomponente für die Produktion von Fliegerbomben, Granaten und Raketen, die seit Oktober 2023 vornehmlich gegen die Zivilbevölkerung in Gaza eingesetzt werden. Namibia hatte Ende August mit Verweis auf die Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofes in Bezug auf Israels Agieren in Gaza und Westbank und die daraus folgenden völkerrechtlichen Konsequenzen ein Andocken in allen namibischen Häfen untersagt. Die Nachdenkseiten wollten vor diesem Hintergrund wissen, ob die Bundesregierung die Einschätzung der namibischen Behörden teilt, dass der Transport der Sprengstoffe gegen Völkerrecht verstößt. Das Lübecker Unternehmen Lubeke Marine ist Eigentümer des Frachters MV Katrin, der derzeit 8 Container mit RDX-Sprengstoff sowie 60 Container mit TNT transportiert. Endbestimmungsort ist Israel, genauer gesagt das größte israelische Militärunternehmen Elbit System. RDX-Sprengstoff ist ein Kernelement für die Produktion von Fliegerbomben und Raketen. Jetzt hat Namibia mit Verweis auf die völkerrechtliche Lage und den Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs in Bezug auf Israels Agieren in Gaza und Westbank ein Andocken an allen namibischen Häfen untersagt. Da würde mich interessieren, wie wertet denn die Bundesregierung als schlussendliche Aufsichtsbehörde das Agieren des Unternehmens und schließt sie sich der Einschätzung der namibischen Behörden an, dass der Transport der besagten Sprengstoffe an Israel gegen die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs und damit gegen Völkerrecht verstößt? Also Herr Warbeck, der Detailschärfe Ihrer Frage, die Sie gerade da waren, ist der Gestalt, dass ich mich erstmal schlau machen müsste, weil mir dieser Vorgang jetzt hier nichts sagt. Ich kann Ihnen aber vielleicht nochmal allgemein sagen, sozusagen unbescholten dessen, was Sie da jetzt in Ihrer Frage aufwerfen, weil ich noch nicht mal wüsste, ob sozusagen Sprengstofftransporte, die über Deutschland laufen, irgendwie der Rüstungskontrolle, aber dem mal dargestellt, da liefern wir noch was nach. Aber Sie wissen ja, dass bei Rüstungskontrollexporten, bei unsere Rüstungsexportpolitik ja nationalen, internationalen, europäischen Regeln unterliegen ist, dass im Einzelfall immer streng geprüft wird, dass Deutschland dann natürlich bei diesen Geschichten seine völkerrechtlichen Verpflichtungen einhält. Aber wie gesagt, nochmal, dieser Einzelvorgang sagt mir jetzt nichts, deshalb müssten wir da im Zweifel nochmal was nachliefern. Nachfrage? Ja, nochmal eine Grundsatznachfrage. Vielleicht hatte ich es auch missverständlich geäußert. Also es geht nicht darum, dass das deutsche Produkte sind, sondern aber es ist ein deutsches Unternehmen registriert und mit Sitz, Hauptsitz in Deutschland, das diese Transporte übernimmt. Es geht von Vietnam dann bis nach Israel. Deswegen die Frage, ob grundsätzlich, die Namibier haben das auch grundsätzlich argumentiert, ob die Bundesregierung grundsätzlich es als völkerrechtlich oder ein Bruch des Völkerrechts da sieht, wenn ein deutsches Unternehmen Kernelemente für Raketen- und Bombenproduktion in Israel liefert. Also der Transportweg sozusagen, deutsches Unternehmen liefert, das könnte man ja beantworten. Aber Ihr Nachlegen zeigt ja, dass die Frage offensichtlich nicht ganz einfach ist. Deshalb würde ich mich gern einmal mit dem Sachverhalt vertraut machen. Und wenn wir darauf etwas antworten können, dann werden wir das gern nachliefern. Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann ist Herr Jessen mit einem neuen Hintergrund. Laut einem Schreiben, das den Nachdenkseiten vorliegt, wies der Generalinspekteur der namibischen Polizei, Generalleutnant Joseph Chikongo, am 24. August die Hafenbehörden von Walvis Bay, dem größten Überseehafen Namibias, an, die am 13. August unter der Genehmigungsnummer 21-2024 erteilte Genehmigung für das Schiff MV Katrin zu widerrufen. Zitat: Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die dem Schiff MV Katrin erteilte Genehmigung Nummer 21-2024 vom 13. August mit sofortiger Wirkung widerrufen wurde.
Daher ist es dem genannten Schiff gemäß Kabinettsbeschluss Nummer 9.04,06.24/006 strengstens untersagt, in die Gewässer Namibias einzufahren. Zitat Ende. Diese Entscheidung folgte auf die Entdeckung, dass die an Bord befindlichen 8 Container mit RDX-Hexogensprengstoff für Israel bestimmt waren, konkret für Israels größten Rüstungskonzern Elbit Systems. Das Unternehmen gilt derzeit als größtes israelisches Militärunternehmen und einer der weltweit größten Verbraucher von RDX-Sprengstoffen. Elbit Systems produziert unter anderem Kampfdrohnen sowie die für den Einsatz im Städtekampf entwickelte Mörsergranate Iron Sting, die nachweislich seit Oktober 2023 in Gaza und Libanon eingesetzt wurde. Namibia argumentiert mit israelischen Kriegsverbrechen und Völkermord. Der namibische Justizminister begründete die Verweigerung des Hafenzugangs damit, dass, Zitat, Namibia seiner Verpflichtung nachkommt, israelische Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord sowie die rechtswidrige Besetzung Palästinas nicht zu unterstützen oder sich daran mitschuldig zu machen. Zitat Ende. Die namibische Regierung verwies zudem auf die Resolution des UN-Menschenrechtsrates vom 5. April 2024, welche ein Waffenembargo gegen Israel forderte. Die Resolution war mit großer Mehrheit angenommen worden. Lediglich die USA, Deutschland und 4 weitere Staaten hatten dagegen gestimmt. Der deutsche UN-Vertreter begründete das damalige Nein der Bundesregierung unter anderem mit den, in Anführungszeichen, voreingenommenen Behauptungen des Resolutionsentwurfs, der Israel beschuldigte, Apartheid, kollektive Bestrafungen, gezielte Bekämpfung der palästinensischen Zivilbevölkerung sowie Anwendung von Hunger als Kriegswaffe zu betreiben. Bundesregierung in der Verantwortung. Es liegt in der Verantwortung der Bundesregierung als schlussendliche Aufsichtsbehörde, Unternehmen, die wie Lubeca Marine in Deutschland registriert sind und dort auch ihren Hauptsitz haben, bei Nichteinhaltung von internationalem und deutschem Recht zur Rechenschaft zu ziehen. Deutschland ist bereits vor dem Internationalen Gerichtshof angeklagt, weil es seinen Verpflichtungen angesichts der völkerrechtlichen Verstöße des Staates Israel mutmaßlich nicht nachgekommen ist. Die Untätigkeit im vorliegenden Fall wird die Vorwürfe nochmals verstärken. Und Deutschlands Ruf im globalen Süden, gerade im südlichen Afrika und im Nahen Osten, noch weiter schädigen. Im Schrifttext finden Sie an dieser Stelle den Auszug aus dem Wortprotokoll der Regierungspressekonferenz vom 11. September 2024. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.